22.03. User-Treffen Classic Video Games Live. Großartiges Event. Wir hatten alle eine Menge Spaß. Hier ein paar der Eindrücke, die ich davon mitgenommen habe. Da sind sie alle, jede Menge Liebhaber klassischer Geräte, von manchen auch liebevoll alter Schrott genannt. Wir sehen das ein bisschen anders. Auf jeden Fall jede Menge Leute voll in ihrem Element und mit jede Menge Spaß dabei. Könntet dort einen Gruß in diesen Party-Scroller quasi eintippen. Und der wird danach in einer Demo sozusagen dort auf dieser Leinwand angezeigt, dieser Grußtext, genau. Ja, und da ist er, der Party-Scroller, oder zumindest die Eingabe für selbigen. Rege Beteiligung. Nur tatsächlich durch die Gegend scrollen habe ich ihn eigentlich nie gesehen. Da müsste man mal bei Frampus Scrollus nachfragen, was denn jetzt eigentlich mit dem Scroller war, den auch irgendwo zu rum gibt. Natürlich war auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Wenn man da nicht immer die Kamera halten kann, muss man mal ein Stück von dem Kuchen annehmen. Vielleicht. Shinobi. Wenn ich dran denke, wie viel Geld wir früher in diesen Automaten versenkt haben. Unglaublich. Unglaublich. Oh ja, hier haben wir was ganz Basics, nämlich Space Zap. Die Platine selber, die das Ganze steuert, ist ungefähr nur ein Hundertstel von der ganzen Kiste, aber irgendwo müssen die ganzen Knöpfe zum Draufhauen ja hin. Ziemlich simpel, aber ziemlich lustig, macht eine Menge Spaß. Das Ganze ist auch nur, wie gesagt, eine Platine. Vielleicht haben wir irgendwo noch Fotos von den Innereien. Schauen wir mal. Auf jeden Fall lustig. Lustige Sache. Macht Spaß. Ja, auch so eine Ikone der Videospielwelt, die eigentlich nie alt wird und immer wieder Spaß macht. Hier wird fleißig Outrun gespielt. Gefahren. Gefahren. Hier der verzweifelte Versuch, ein 3D Virtual Boy in 2x2D abzubilden, funktioniert natürlich nicht ganz, sieht trotzdem witzig aus. Natürlich wird nicht nur gespielt, nein, wir machen auch total ernste Sachen. Zum Beispiel werden hier ganz stilisch auf einem 64er die Urkunden vorbereitet für das Spielen, nämlich der Kombo. Und was bringen die schönsten Urkunden für eine Videogame Competition ohne ein Videogame, das Competition wird? Hier ist das Kombo-Game. Tja, und was braucht man zum Videospielen? Ganz klar, Pizza. Und was braucht eine große Menge an Leuten, die jede Menge Videospielen? Eine große Menge an Pizza und anderen Dingen. Thank you.
Und natürlich geht so eine Großbestellung nicht ohne das nötige Maß an Organisation. Das war vorhanden. Deswegen hat am Schluss auch jeder sein Essen gekriegt. Die 8 auf der Schachtel bedeutet nicht, dass der Kollege da 8 Pizzen verfuttert hat. Das bedeutet nur, dass er die Pizza Nummer 8 verfuttert hat. Nur um das klarzustellen. Tja, das war's auch leider schon. Wie gesagt, es war ein klasse Event. Wir haben alle viel Spaß gehabt. Vergesst nicht, am 6.4. auch den Livestream von Classic Video Games Live wieder einzuschalten. Da wird der Marco, der Apprentice, noch ein paar Interviews auch zeigen, die er vorbereitet hat. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wirklich sehenswert. Schaltet rein.